Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 und wir sind wieder auf der Rehbach und spielen unser wunderschönes Projekt hier auf der Map vom Kalle. Und während hier der Klaas noch unterwegs ist, die letzten Meter von unserem Feld zu pflügen, was ich hier gerne den Helfer machen lasse, der teilweise das auch ganz gut gemacht hat, aber da drüben, da müssen wir noch ein bisschen nacharbeiten, möchte ich mich an der Stelle erstmal recht herzlich bei euch bedanken, denn das ganze Projekt und besonders die Rehbach hier in diesem Update vom Kalle kommt richtig gut an und exemplarisch darf ich hier den Gerald auch nennen, der im Stream gestern auf der Oberschwaben auch geschrieben hat, dass ihm das Ganze hier sehr, sehr gut gefällt, dass ihm das Update gut gefällt und er sich schon auf die nächsten Folgen freut. Und auch Grüße gehen raus an den StephanR86, der sich auch fleißig in den Kommentaren gemeldet hat und ein bisschen was geschrieben hat. Zum Beispiel, dass es wirklich so ist, dass wir keine Hühner auf unserem Haupthof haben. Das war früher so vor dem Update, als noch der alte Hof da war. Ich kann mich daran erinnern an die Folgen vom Sens. Da war auf jeden Fall ein Hühnerstall. Und das scheint jetzt eben nicht mehr zu sein. Und da hat wohl der Kalle vergessen, das Schild am Hof entsprechend zu aktualisieren. Ansonsten schreibt der Stefan, dass er sich freut auf das Projekt, dass er gerne ein weiteres Feld sehen würde, das ich kaufe. Und ich hier noch ein bisschen nacharbeite, hier mit dem Fluch. Und ja, und dass man natürlich hier auf dieser Map jede Menge Flächen hat, die man kaufen kann, um zum Beispiel eine BGA zu installieren oder eben zum Beispiel einen Lohner für ein Multiplayer-Projekt. Ja, gut, da nimmt er mir schon wieder ein bisschen was voraus. Und zwar werden wir uns natürlich heute mal ein kleines bisschen überlegen, wie es hier auf der Map oder in diesem Projekt weitergehen soll. Und wenn ich dann hier erstmal fertig bin mit den letzten Metern pflügen, so genau, dann schauen wir uns das Ganze mal auf der Karte an und ich werde euch mal teilhaben an meinen Gedanken, wie wir hier weitermachen, zumindest in den nächsten Monaten. Wir sind ja immer noch im August. So, ich glaube, das Ganze kann man hier dann in die Transportstellung bringen, denn so wie es aussieht, schauen wir mal aufs Kärtchen. Sudele hier. Und wir gucken mal, gepflügt, gepflügt, gepflügt. Das sieht gut aus, das muss nicht mehr gepflügt werden. Die 17 sind wir durch. Unsere beiden Grasfelder müssen bei Gelegenheit gepflügt werden. Und dann haben wir ja da oben irgendwo noch ein Feld, nämlich die 13, wo ich ja in der letzten Folge schon so ein bisschen darüber sinniert habe, was wir damit machen sollen. So, also der Gedanke ist jetzt folgendes. Die 17 habe ich ja schon mal gesagt, da tendiere ich stark dazu, dass wir das Ganze ein bisschen unterteilen werden. Und zwar in hinsichtlich der Tatsache, dass wir demnächst hier auf dieser Fläche, und da gehen wir jetzt einfach mal hier oben rein, machen mal ein bisschen Flug. Vom Fluch zum Flug. Diese Fläche werde ich kaufen, weil die ist in unmittelbarer Nähe. Und dann denke ich, dass wir hier eine BGA installieren. Ihr wisst es, meine geliebte kleine Hof-BGA. Und dazu dann ein Ballenlager, damit wir dann die Ballen da auch reinstapeln können. Denn ihr wisst, Ballen, die im Ballenlager sind, gehen nicht auf die Performance, sondern die verschwinden sozusagen und kommen dann erst wieder zum Vorstein, wenn wir sie brauchen. Und wenn der ein oder andere sagt, das kommt mir doch jetzt irgendwie bekannt vor. Ich gebe zu, ja, der Sens hatte hier auch meines Wissens eine BGA und hat die hier ordentlich gefüttert. Aber was soll ich sagen? Es ist halt ja die logische Konsequenz eigentlich, dass wir diesen Bauplatz hier kaufen werden. Denn wir haben natürlich hier unser Grasfeld, wir haben da drüben unser Grasfeld und wir haben natürlich hier diese große Fläche, auf der ich jetzt hier drüben, man sieht schon fast, wie es gepflügt ist, plane, dass wir da noch mal Weizen oder Gerste, damit wir natürlich Stroh produzieren für unsere Kühe. Und wir werden den Rest hier jetzt, sofort dann gleich mit unserem Favorit, wir werden es mal versuchen, ich bin gespannt, dann natürlich hier, oh, es springt und springt. Ja, das liegt daran, weil hier natürlich der Maprand ist, ne? Genau hier ist der Maprand. Und wir werden hier jetzt erstmal Gras anpflanzen. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, was mache ich mit Feld Nummer 13? Feld Nummer 13, wo ist es denn? Das müsste dieses Feld sein, was wir abgeerntet haben. Da war Raps drauf.
Und Feld Nummer 13 könnte ich natürlich jetzt für 110.000 Euro roundabout verkaufen. Und das ist auch ungefähr das, was mich das Ballenlager und die BGA kostet. Aber die beiden Gebäude werden wir ja noch nicht pflanzen oder stellen, denn es macht ja keinen Sinn, jetzt schon Geld auszugeben für Gebäude, wo wir noch 2-3 Monate warten müssen, bis wir überhaupt mal Silage haben. Denn die Silage, die wir im Moment im Silo haben, im Fermentersilo, die brauchen wir für unsere Kühe. Denn wir wollen natürlich auch weiterhin in die Milchproduktion einsteigen. Und ich habe mir gedacht, wir machen hier auch Gras drauf. Also das Feld können wir immer noch verkaufen, gar kein Thema. Wir sind jetzt im August. August heißt, wir schauen mal in den Kalender. Wenn wir jetzt Gras ansehen, dann müssten wir eigentlich definitiv nochmal einen Schnitt hinkriegen auf beiden Feldern. Und dann können wir auf den November hin auf jeden Fall oder im Oktober, dann können wir auf jeden Fall hier ordentlich Gras ernten und Silageballen machen, damit wir dann eben im November unsere BGA setzen, das Ganze auch ins Ballenlager bringen. Und dann können wir logischerweise, denn wenn wir im November mit Ballen arbeiten, dauert es ja nochmal einen Monat, bis wir Silageballen haben. Und dann können wir ab Dezember anfangen, mit der BGA Geld zu verdienen. Und das Schöne ist ja immer bei der ganzen Geschichte, wir kriegen Gärreste, um unsere Felder zu düngen. Und ich muss jetzt gerade mal reinschauen. Wie viel Gülle haben wir denn? Ja, das ist natürlich alles uninteressant. Damit können wir überhaupt nichts düngen. Oder auch mit dem Mist gehe ich mal von aus. Ja, wir sind ja auch noch im August. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Folge Nummer 6 in unserem Projekt. Und ich feiere es auf jeden Fall, weil mir das unheimlich Spaß macht. Also, das heißt, ihr wisst jetzt ungefähr, in welche Richtung es geht. Natürlich werden wir diese Fläche erst kaufen, wenn es soweit ist. Natürlich werden wir erst die Produktion setzen, die BGA und die Halle, wenn es soweit ist. Aber ich will dann eben eine eigene Halle setzen, weil dieses Ballenlager, was wir hier am Hof haben, will ich dann, wie gesagt, ausschließlich für unsere Hofarbeiten auch reserviert sehen, damit wir dort dann damit arbeiten können. Und das andere Ballenlager wird eben sein, um die BGA zu füttern. Ihr wisst ja, wie ich unheimlich auf eine Hof-BGA stehe, weil das bringt auf jeden Fall laufend Geld. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir können den Pflug jetzt erstmal so hier reinsetzen. Einfach mal hier ablegen. So, nee, nicht drehen. Ah, das geht nicht. Dazu muss ich den Pflug drehen. Ups, und der wird jetzt natürlich so da reinbacken. Okay. Dann mal ablegen und bingo. So, also das heißt, ja, wir werden jetzt in die Aussaat gehen, hier. Das Ganze, nee, stopp, das ist ja der Streuer. Da ist unsere Maschine für die Aussaat und ich bin mir noch nicht sicher, ob uns das reicht mit dem Fendt. Wo steht denn eigentlich der Fendt? Stimmt, der steht hier, versteckt sich und sagt nichts. Den werden wir uns jetzt schnappen und dann werden wir jetzt mal loslegen und ein bisschen Gras ansehen. Und ich überlege gerade, warum habe ich eigentlich den Pflug abgesetzt? Ja, weil wir erstmal sehen müssen, ob der hier damit überhaupt zurechtkommt. Denn wenn nicht, dann müssen wir den Glas nehmen. Und das bedeutet, dass wir keinen adäquaten Schlepper haben, um jetzt das andere Feld zu pflügen. Weil das würde ich gerne auf jeden Fall machen. So, da geht ja nur... Ist da schon was drin? Nein, da ist noch nichts drin. Ups, wo geht's lang? Hier geht's lang. Ah, lass mich kurz... Ich denke, es macht Sinn, dass wir das herunterlassen. So, Motor aus. Und dann gehen wir rüber in den Schäfer. Und da müsste doch Saatgut drin sein. Das ist das Saatgut. Hervorragend. So, Dele. Müssen wir anheben? Ja. Dann bin ich ja mal gespannt, ob der das hier packt. So, stoppe mal. Ach, wie ich das so gerne habe. Knicklenker ist überhaupt nicht meine Welt. Ich glaube, das geht natürlich mit Lenkrad deutlich besser als mit dem Controller hier. Weil man ja halt immer dazu neigt, den wieder in die Ursprungsstellung zu bringen. Mein Knicklenker ist natürlich super, um hier rauszukommen. Jetzt ist die Frage, müssen wir dann das von der Seite müssen wir ran, oder? So, jetzt machen wir ein bisschen Yogi-like. Versuchen wir das mal echt zu machen. Ja, sehr schön. Oder auch nicht. Was ist los?
Hä? Komm, mach. Ja, toll. Was ist los? Irgendwie geht raus, aber es... Doch, jetzt geht raus. Sehr schön. Ja, da muss man wieder ganz genau treffen. Okay. Okay, okay, okay. Dann lassen wir den jetzt erstmal hier stehen, weil ich denke, 1000 Liter werden ja erstmal reichen, oder? Ja, 62%. Kann man dazu machen. Hervorragend. Wir heben an, aber erstmal den Motor starten. Okay. Wir gehen auf, nicht Ölrettich, wir gehen auf Gras. Günther Gras. Und dann schauen wir mal, ob der Kollege mit 150 PS die Amazon mit Kreiselecke auch ziehen kann. Ich bin gespannt. Wir dürfen gespannt sein. Ja, und dann denke ich, müsste ja auch einiges an Material zusammenkommen, wenn wir hier das dann entsprechend auch bearbeitet haben. Denn jetzt haben wir gepflügt, wir haben gekalkt, der Boden ist also gut. Er ist sozusagen gut vorbereitet. Dann werden wir jetzt hier in die Aussaat gehen mit der Amazon und anschließend natürlich noch düngen. Und dann müssten wir ordentlich Gras kriegen und wir müssen uns natürlich auch irgendwann um unsere Grasfelder kümmern. So, wir fahren mal hier rein. Wir fahren jetzt mal hier rein. Durch die Büsche. Und ich denke, das passt so. Wenn wir einfach mal hier starten mit dem Helfer, haben wir alles. Kreiselecke senken, anschalten, Saat wählen, Spurreiseabdeckung, nö, soweit passt es. Automatische deaktivieren, nein, das lassen wir schön an. Also, dann würde ich doch sagen, versuch dein Glück. Oh oh. Oh oh. Naja gut, es geht ein kleines bisschen bergauf. Aber der Kollege kämpft. Ich habe das böse Gefühl. Ich habe das böse Gefühl, wir müssen den Glas dranhängen. Und wenn wir den Glas dranhängen, dann können wir meines Wissens... Augenblick, der Pflug. Ja, der braucht 160 PS. Das ist genau das Thema. Und der Fendt hat 150 und der Klaas hat eben die 185. Na, jetzt schauen wir mal, wenn er jetzt bergunter geht, ob er da ein bisschen flotter ist. Weil ich würde halt gerne parallel schon das andere Feld auch pflügen, damit wir da vorwärts kommen. Ja, okay, bergab geht es natürlich etwas zügiger, ne? So, dann soll er noch einmal hochfahren. Und jetzt muss ich noch mal schauen. Augenblick, Augenblick, Augenblick. So, Seetechnik, was wäre denn? 12 km/h. Okay, 12 ist sowieso das Maximum. Ja, der kämpft halt, ne? 150 PS. Wir brauchen für die Kreiselecke 115 PS und für die Seetechnik nochmal 50. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich zu addieren ist. Aber er kämpft natürlich. Es ist machbar, aber er kämpft. So, 8 km/h, 9 km/h, 10. Also prinzipiell scheint es zu gehen. Dann können wir mit dem Glas rüberfahren. Denn jetzt werden wir das Ganze in die andere Richtung schicken. Jo, so. Weil das sollte jetzt so passen. Und dann können wir nämlich hier auf der anderen Seite des Feldes nochmal ein bisschen Getreide ansäen, drillen. Damit wir eben, wie gesagt, auch noch Stroh bekommen. Denn das dürfen wir nicht vergessen. Brauchen wir ja für unsere Kühe. Und wir sind ja Selbsterzeuger oder Erzeuger. So, er kommt auf 9, 10... 11, 12. Also im Prinzip müsste er es schaffen. Das werden wir noch ein bisschen beobachten. Das werden wir noch ein kleines bisschen beobachten. So, wir springen mal kurz raus. Wie sieht es denn jetzt aus hier?
Ja, natürlich, Stickstoff muss noch raus. pH-Wert ist jetzt perfekt. Erwarteter Ertrag 112. Machen wir noch Stickstoff drauf, dann passt es. Schauen wir mal, ob wir das jetzt noch machen oder dann im nächsten Monat, weil dann hätten wir auch vielleicht ein bisschen Gülle oder Mist. Dann wäre das natürlich auch nicht verkehrt. Wieso hat er jetzt hier diese Furche nicht mitgemacht? Eieieiei, wir werden sehen. Wir werden sehen. Nicht nur Gras, sondern auch generell, wie sich das hier entwickelt. So, fährt er die Bahn komplett durch? Man könnte eigentlich da oben in den Hochsitz und das Ganze mal beobachten. Können wir da oben in den Hochsitz? Nein, wir können da nicht hoch. Da ist schon Map-Ende. Ganz schön dicht hier dran. Hätte man ein kleines bisschen noch nach hinten packen können. Aber okay, ich will mich nicht beklagen. Außer halt natürlich das Thema, wenn wir hier quer hochfahren beim Wenden, dann hat er doch hier ein Problem. Ja, manchmal. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Ja, wir hätten natürlich das Gerät auch nochmal... Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt fährt der bestimmt, will der wieder die komplette Strecke zurückfahren. Ja, da muss man immer... Ah, jetzt stoßen wir natürlich ans Map-Ende an. Richtig. So. Okay. Ja, ist natürlich jetzt von der Arbeitsbreite, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Meter. Also ist jetzt natürlich nicht der Burner, ne? Das kann natürlich jetzt ein bisschen dauern. Deswegen müssen wir auch schauen, dass wir parallel noch andere Arbeiten erledigen. Ich meine, der Vorteil ist immer derselbe. Wenn man natürlich Gras aussät, dann hat man es einmal gemacht und dann muss man eigentlich nur noch düngen. Und jetzt sehe ich hier, dass er tatsächlich das hier nicht macht. Das ist natürlich blöde. Okay. So. Ne, also wenn wir das schon machen, dann wollen wir es auch ordentlich machen, damit das auch passt. Und wenn die Amazon dann halt nicht funktioniert, dann müssen wir uns Gedanken machen über ein anderes Gerät. Was wäre dann die Alternative? Ich meine, ich finde es ja witzig, dass wir hier den Dominator, den wir sowieso haben, dass der im Angebot ist. Ich meine, das hier, ah nee, das ist ja nur für, okay, Gemüse. Ja, da haben wir leider nichts Interessantes für uns. Was wäre denn die nächste Sätechnik? Im Zweifel müssten wir uns vielleicht für was leihen. Ja, die Kuhn, ne? Die braucht aber gleich 220. Ja, 165, ne? Das ist das, was wir haben. Mit eben der Kreiselecke 165. Hat 3 Meter. Die Kuhn hätte halt 4 Meter. 300 PS. 210, 270 ist es unfassbar. 180. Ja, das, ja. 150 hier, Horsch, mit 3 Metern. Okay. Das wäre eine, vielleicht eine Alternative. Ja, gut, also im Prinzip bringt es auch nicht so viel. Außer, dass es eine Direktsaatmaschine ist, oder? Eine Direktsaat, okay. So, ist der, okay, das Wenden hat super funktioniert, alles klar. Das heißt, dann können wir den, glaube ich, jetzt alleine lassen. Den Schäfer können wir auch alleine lassen. Das heißt, wir können wieder den Pflug anhängen. So, gehen in Transportposition, aber fahren auf jeden Fall beim Händler vorbei und werden das Ganze reparieren und dann geht's los. Also, ich habe mich entschieden, wir werden das Feld auf jeden Fall noch über das Jahr behalten. Das heißt, wir werden jetzt nochmal Energie und Geld reinstecken in das Rapsfeld, damit wir dort dann eben nochmal Gras ansehen und dann denke ich auch nächstes Jahr noch behalten. Denn wenn mal Gras drauf ist und wir die Arbeit gemacht haben, dann ist, glaube ich, gut. Dann können wir definitiv mit Gras Geld machen. So. Sehr schön. Dann fahren wir mal rüber und bringen das Ganze hier zum Laufen. Und da fahren wir durch den Ort. Müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir hinten nicht irgendwo anstoßen. Denn Fahrzeug hat jetzt Überlänge. Jupp. Ja, das finde ich schon spannend. Ruckel, ruckel. So. Na, nicht, dass wir da irgendein parkendes Auto oder irgendwas aufschlitzen aus Versehen.
Zum Glück haben wir ja keinen Gegenverkehr oder ähnliches. Supi. Sehr schön. Dann hier wieder rechts durch den Bach, durch die Furt. Und Helfer C hat die Arbeit beendet. Oh Mann, da muss ich dann auch gleich wieder mal schauen, was da Sache ist. So, da fällt mir aber gerade ein. Eigentlich sollten wir ja das Feld erstmal kalken, ne? Das wäre eigentlich sinnvoll. Damit wir den Kalk gleich mal unterpflügen. Okay. So, denn ich bin der festen Überzeugung. Ja, ist klar, pH-Wert schlecht, Stickstoff natürlich 25. Das heißt, für unseren Freund hier, erstmal ausklappen, dass wir den Pflug nochmal zur Seite legen und dann erstmal hier kalken werden. So. Aber jetzt schauen wir mal, was mit ihm wieder ist für ein Problem. Ja, der will hier nicht richtig rum, ne? Also irgendwie hat er... Oh, guck's dir an. Was hat denn der da gemacht? Oh je, oh je, oh je, Freunde. Ich weiß es nicht. Also das wird mit Sicherheit eine spannende Geschichte, bis wir hier mit dem Fendt zusammen dann tatsächlich das Grasfeld angesät haben. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen hier auf der Rehbach und sage wie immer an der Stelle, tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal, euer Baden-Farmer.